Guten Tag, Baumann aus Berlin. Ich habe mir mal was geleistet, eine kleine Funkstrecke, ja. Und dieses Video ist jetzt einfach mal der Test, ob das funktioniert. Das war relativ einfach. Also das Ding heißt Fulheim VL1 Wireless Microphone Series. Und auspacken, anstecken geht so in etwa, ja? Na, nicht ganz. Da, 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 da. Ba, 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 ba. Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Ne? Also das ist eingeschaltet, der Adapter ist befestigt im Smartphone und eigentlich müsste jetzt hier ein Ton zu hören sein. Also das Problem, was wir hier vielleicht möglicherweise haben, ist, dass wir diesen Stecker nicht richtig befestigen, nicht festschrauben. Das habe ich jetzt hier zum Beispiel mal wieder falsch gemacht. Ne? Also man sollte den schon arretieren. Guten Tag, Bormann, Lehrer aus Berlin. Ich habe mal was Neues ausprobiert. Und zwar das VL1 Wireless Microphone von Fulheim, ja, so eine billig Wireless-Strecke und ich dachte, naja gut, probierst es mal aus. Und das hier ist der Test, der belegen soll, dass man da was mit anfangen kann. Also, was habe ich gemacht? Das Paket einfach mal geöffnet, geschaut, was drin ist. Ja. Und dieses Mikrofon, was hier in meine Jacke klemmt, ist drin. Und hier ein kleiner Sender an meiner Seite. Und wenn der Ton stimmt und nicht raschelt und nicht macht, dann taucht da auch was. Also, all diese Fehler, die jetzt auftreten, sind durchaus gewünscht, damit Sie einen Eindruck haben von der Qualität dieses Geräts. Ich gehe jetzt hier einfach mal eine kleine Runde herum und es kann sein, dass jetzt diese eingestellte Frequenz, die ich verwende, nicht ganz optimal ist. Dann kommt es zum Beispiel zu Abbrüchen von meinem Vortrag. Ich habe schon einige Aufnahmen versaut. Das muss mit diesem ja nicht auch noch passieren. Also, gehe ich mal ein bisschen weit weg. Mich noch? Hören Sie mich noch? Okay, jetzt mal wieder. Es könnte sein, dass es jetzt zu Aussetzern gekommen ist. Das ist natürlich blöd für denjenigen, der jetzt hier die ganze Zeit Dinge sagt, die vielleicht wichtig sind und die auch mitbekommen werden sollen, also die Sie verstehen sollen. Warum mache ich das hier alles? Weil wir als Lehrer mit unserem Hybridunterricht natürlich jetzt auch so eine Art Moderator werden unserer eigenen Videostreams. Ob das nun ein Big Blue Button ist oder ob das ein spezielles Video ist oder was das auch sonst immer ist, in irgendeiner Form müssen wir unsere Schüler instruieren, welche Aufgaben sie zu bewerkstelligen haben, was sie zu tun haben. Und das wäre jetzt ziemlich blöd, wenn ich jetzt verkabelt wäre die ganze Zeit. Ja? Und das macht nichts, solange ich in der Schule sitze am Arbeitsplatz. Ne? Aber die neue Normalität mit diesem Fernunterricht bringt ja auch Positives mit sich, nämlich dass ich nicht in der Schule sitzen muss am Smartboard, sondern ich kann mich an beliebigen Plätzen hier dieser Welt aufhalten und einfach von dort aus meinen Unterricht machen, wie ich das jetzt zum Beispiel jetzt und hier mache, zum Thema Möglichkeiten einer Wireless-Funkstrecke im digitalen Unterricht. Ja? Okay, jetzt sagen Sie wieder, okay, da gibt es Leute, die kriegen das jetzt nicht mit, was da läuft und so. Okay, das ist jetzt aber als Techniklehrer nicht meine Baustelle. Ich zeige, wie die Technik funktioniert und andere kümmern sich darum, dass diese Technik bei denjenigen auch vorhanden ist, die an diesem Unterricht teilnehmen sollen. Ne? Das heißt, es könnten Kollegen und Kolleginnen in der Schule sein, die jetzt in Räumen mit wenigen benachteiligten Schülern diesen Stream sich angucken, zu diesem Thema, was ich jetzt gerade treibe. Ja? Okay, wenn das jetzt alles funktioniert hat, was könnte ich dem noch ergänzend hinzufügen? Das Gerät ist relativ einfach installierbar. Man muss ein bisschen herumprobieren, welche Frequenzen vielleicht die besten sind. Einfach mal unterschiedliche Frequenzen einstellen.
man wird vielleicht auch die App neu starten müssen, wenn man hier was umstellt an diesen Geräten. Man sollte sich nicht darauf verlassen, dass sowas von Anhieb funktioniert. Ne? Also, auch dass ich jetzt hier den Sender jetzt hier unter meiner Jacke habe, das kann natürlich manchmal problematisch sein, ne? Weil das beeinträchtigt vielleicht die Sendeleistung und deswegen könnte es dann schneller zu Abbrüchen kommen. Aber jetzt muss ich hier Schluss machen, weil es anfängt zu regnen. Ich habe alles gesagt. Wer es machen will, probieren Sie es aus. Das Gerät hat unter 100 Euro gekostet, ist also ein Spaß, den man sich leisten kann. Ne? Bis demnächst. Tschüss.